Hallo, meine lieben Feuerzeichen, herzlich willkommen alle Widder, Löwen und Schützen für euer Reading aus dem Tarot für die kommenden 4 Wochen. Ja, meine Lieben, heute hat mich irgendwie dieser König der Stäbe aus dem Wochenend-Reading dauernd beschäftigt und ich hatte das Gefühl, die Feuerzeichen-Botschaften möchten heute zu euch ins Kollektiv kommen. Und falls du mein Wochenend-Reading gesehen hast, da hat dieser König der Stäbe, am Freitag war das ja eine große Rolle gespielt. Ich habe mir irgendwie heute gedacht, als ich das Reading gemacht habe und dann auch eine Meditation über den Karten gemacht habe, dass dieses Reading tatsächlich für diesen Stabkönig heute fallen könnte. Aber auch wenn du als Frau zuschaust, glaube ich, hält es einige wichtige Botschaften für dich bereit, wenn du damit in Resonanz gehst. Ganz wichtig bei den allgemeinen Readings, spür immer in dich hinein. Vielleicht merkst du nach kürzester Zeit, nö, das ist jetzt heute gar nicht mein Thema. Oder du sagst gleich, ja Mensch, da finde ich mich wieder. Also spüre in dich hinein und wenn du das Gefühl hast, das ist diesmal nicht meine Message, dann schau dir gerne noch das Reading für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an, wenn dies einer anderen Elementegruppe entspricht. Ja, meine Lieben, ich bin der Legeform vom letzten Mal treu geblieben. Das ist ja eine Uralt-Legeform, die habe ich am Anfang immer verwendet und die kam sehr gut an bei euch mal wieder. Ziemlich ausführlich habe ich gelegt, einmal die Hauptenergien aus dem Rider-Waite-Tarot und das Crystal Vision-Tarot war mein Klärungsdeck. Und ich habe eine einzige Karte aus dem Deck Feuer, Herz und Flügelschwert, das ist dieses Tarot mit den Zitaten auf den Karten, habe ich eine einzige Karte herausgemischt, sozusagen als Hauptthema. Ja? Und die möchte ich euch gleich auch zu Beginn zeigen. Hier fielen nämlich die 6 Schwerter und auf der Karte heißt es, wer neue Wege gehen will, muss alte Pfade verlassen. Das ist eine sehr, sehr stimmige Karte, zum einen für dieses Reading, aber auch zur Energie, die wir im Moment im Kollektiv spüren. Ja, das hat ja schon im letzten Jahr angefangen, dass wir immer mehr merken, welche Situationen, welche Beziehungen auch zu anderen Menschen tun uns gut und wo dürfen wir alte Wege verlassen. Ich habe es oft so ausgedrückt, die alten Schuhe passen nicht mehr, ja, dann ist es an der Zeit, uns neue zu besorgen. Wo dürfen wir losgehen und Neues wagen, auch mutig. Ja? Die 6 Schwerter, das ist im Tarot eine Karte, die zeigt Menschen, wenn du dich vielleicht an die Karte aus dem Rider-Waite erinnerst, da ist es dieses Schiff, dieses Boot, in dem die Frau mit dem Kind sitzt und sie bewegt sich von einem Ufer, das ihr einfach nicht mehr dienlich scheint, zu einem neuen Ufer. Ja? Und in diesem Reading, ich lasse die Karte mal hier liegen, geht es vor allem auch darum, dass scheinbar eine schmerzliche Erkenntnis oder etwas, was dir ja vielleicht so ein bisschen die Augen öffnet, passieren könnte, um dich zu ermutigen, neue Wege zu beschreiten. Und dazu schauen wir uns jetzt mal die allererste Karte an, die für euch gefallen ist. Das sind die 3 Schwerter. Wie ich schon sagte, diese Karte zeigt an, dass du eventuell in den kommenden Wochen eine schmerzliche Erkenntnis gewinnen wirst, ja, oder etwas tut noch einmal weh oder tut überhaupt weh, aber, und jetzt gleich die tröstende Botschaft dazu, hier fallen nämlich die 3 Kelche als Klärungskarte, das ist die Erntedankkarte im Tarot, damit möchte dir die Gesamtenergie sofort sagen, auch wenn das ein bisschen zwicken und zwacken könnte, ja, letztendlich wirst du irgendwann wissen, wofür es gut war. Denn diese Erntedankkarte zeigt ja, dass man Samen setzt, um später reiche Ernte einzufahren. Und wir wissen ja oftmals erst im Nachhinein, für was etwas dienlich war. Ja, auch wenn Dinge passieren, die uns wirklich überhaupt nicht gefallen und wir damit hadern, kommt uns viel später eventuell der Sinn. Ja, und wir sagen, Mensch, jetzt weiß ich ganz genau, warum das passiert ist. Also so erscheint es hier so ein bisschen auch im Prinzip etwas stimmig zum Erdzeichen-Reading von gestern. Denn vielleicht hast du es gesehen oder du hast für jemand anderen geguckt. Ja, die Erdzeichen scheinen auch so einen kleinen Hallo-Wach-Ruf zu erfahren in der kommenden Zeit, um Dinge zu verändern. Und das liegt hier energetisch betrachtet auch in dieser Richtung.
Ich hatte noch einen Impuls für all diejenigen unter euch, die sich in einer Dreierkonstellation befinden. Ja, also wenn du vielleicht gerne einen Menschen an deiner Seite hast, der sich noch in einer anderen Beziehung befindet, oder du befindest dich in einer Beziehung, hast aber eine Wunschpartnerin oder einen Wunschpartner, dann könnte es sein, dass in dieser Dreierkonstellation etwas geschieht, was hier vielleicht Schmerz bereitet, aber was sozusagen die Karten neu mischt, was Dinge verändert. Ja, das war auch noch ein wichtiger Impuls, denn die drei Kelche fallen immer mal auch für die Dreierkonstellation. Mit diesem Mond hier auf der Karte könnte das Ereignis hier, ja, das, was vielleicht passiert, oder diese schmerzliche Erkenntnis, die du machen könntest, eventuell um die Zeit des kommenden Vollmondes in der Jungfrau geschehen. Der findet jetzt in der kommenden Woche ja am Freitag statt. Und es gibt selbstverständlich von mir auch wieder ein Reading dazu. Dann sehen wir mal, welche Energie sich hier bereits einschwingt. Ja, ich habe dann gefragt, aus welcher Energie kommst du? Also wenn wir so ein bisschen in die Vergangenheit jetzt schauen, in die letzten Wochen, und da fielen zwei Karten aus dem Rider-Waite-Tarot gleichzeitig, und die waren wirklich sehr bezeichnend. Ich habe ja vorhin schon das Erdzeichen-Reading angesprochen. Hier fallen nämlich die sieben Stäbe und der König der Münzen. Was ich hier wahrnehme, wenn du als Mann schaust, könnte es tatsächlich so sein, wie sich dieses Reading am Freitag ja schon entwickelt hat, dass du beginnst zu verstehen, dass es für dich um die Herzöffnung geht. Denn der Münzkönig ist von der Energie her jemand, der sehr im Verstand ist, ja, der vielleicht sehr viel Wert auf Materie legt, auf finanzielle Sicherheit, auf Verantwortungsgefühl, der auch nicht unbedingt sehr flexibel sein Leben plötzlich verändert, ja. Mit den sieben Stäben wäre das nochmal sehr, sehr passend, dass du vielleicht in der Vergangenheit dein Herz, ja, für etwas, was du eigentlich fühlen möchtest, verschlossen hast. Ja, also du warst mehr in der Münzkönig-Energie. Wenn du als Frau schaust, könnte dieser Münzkönig aber auch ein Mensch in deinem Leben sein, mit dem du dir vielleicht eine Beziehung wünschst, ja, aber entweder dieser Mensch war dir gegenüber sehr verschlossen, sehr unnahbar, hat sein Herz ein bisschen zugemacht, oder aber du hast für dich entschieden, in der Vergangenheit etwas in den Rückzug zu gehen, ja, und dein Herz zu schützen, was diesen Münzkönig betrifft. Ja, also da musst du jetzt so ein bisschen in dich hineinspüren, was da für dich passend ist. Wenn ich jetzt hier weiter frage, wie entwickelt sich die Energie vielleicht dann eben in Richtung dieses Vollmondes, da fielen eine Karte, ja, die jetzt ein Ende anzeigt. Hier fielen die 10 Schwerter, und ich finde es erstaunlich, dass diese Karte auch noch hier jetzt, wenn wir das Gesamtbild der Legung betrachten, neben den 3 Schwertern liegt. Also es könnte tatsächlich, was ich vorhin ja auch schon so gespürt habe, um den Vollmond herum etwas geschehen in deinem Leben, was dich dazu auffordert, in eine neue Richtung zu gehen, die dann aber Früchte bringt. Denn wir haben ähnlich wie hier auch hier eine sehr positive Klärungskarte, nämlich die 7 Münzen. Und ich finde es so schön, denn ich habe hier ja vom Erntedank gesprochen, und die 7 Münzen im Rider-Waite-Tarot symbolisieren diese ja diesen Gärtner, der seine Pflanzen hegt und pflegt, ja, um später reich zu ernten. Das heißt, wenn ich jetzt diese beiden Kartenkombinationen im Gesamtzusammenhang betrachte, wird sehr klar, dass hier eventuell ein Ende geschehen könnte durch eine schmerzliche Erfahrung oder auch durch eine schmerzliche Erkenntnis, dass etwas geschlossen wird, dass etwas beendet wird. Ja, aber letztendlich setzt du damit die Samen dafür, um später eine erfülltere Situation zu leben, ja, und das kann sich im Prinzip in allen Bereichen deines Lebens abspielen, ja, das kann eine Freundschaft sein, das kann aber auch eine Jobsituation sein, ja, auch im Job, in einem beruflichen Umfeld kann es manchmal herbe Enttäuschungen geben, ja, oder wir können das Gefühl haben, nicht wirklich wertgeschätzt zu werden, oder wir fühlen uns einfach nicht gesehen, nicht geachtet.
Und da darf etwas zu Ende gehen. Vielleicht passiert da nochmal so diese Initialzündung. Und das passt eins zu eins zu der Energie, die wir im Moment im Kollektiv haben. Ja, vielleicht passiert dir das selber schon oder du beobachtest es in deinem Umfeld, dass relativ viele unvorhergesehene Dinge passieren, die Situationen komplett verändern. Ja, also nochmal, es darf hier etwas zu Ende gehen, aber es ist letztendlich zu deinem Besten. So wird sich das gleich im gesamten Reading ja noch einmal herauskristallisieren. Und wenn wir auch diese Überschriftkarte sozusagen immer noch im Blickfeld haben, ja, hier heißt es, wer neue Wege gehen will, muss alte Pfade verlassen. Ja, vielleicht auch der Mann, der sich hier zu sehr auf Materie fokussiert hat, dem immer wichtig war, was habe ich für ein Image im Außen, wie viel Geld verdiene ich, was kann ich mir alles leisten, könnte durch irgendeine schmerzliche Erkenntnis ins Herz fallen. Ja, ins Herz fallen. So nehme ich das wahr. Ich fragte dann hier unten, wie entwickelt sich die Energie jetzt dann weiter, wenn sich dieser Vollmond auch wieder sozusagen ausreinigt. Dann haben wir den Wagen, große Arcana-Karte, wunderschön, es geht voran. Ja, also vielleicht ist hier mal um den Vollmond herum eine kleine schmerzliche Stagnation in deinem Leben fühlbar, aber das wird sich dann in Richtung Mitte April, ja, denn da schauen wir ja schon hin sozusagen, wieder verändern. Es geht dann wieder etwas weiter, etwas vorwärts. Ich zeige euch mal die Klärungskarte dazu. Nochmal eine große Arcana-Karte, nämlich das Rad des Schicksals. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt aber nur ein intuitiver Impuls, dass sich das, was sich hier ereignet, schicksalhaft ereignen könnte. Das ist etwas von oben vorherbestimmtes, was deinem Seelenplan entspricht. Und die Dinge, die wir uns auf Seelenebene vornehmen, vor unserer Inkarnation, die können auch ganz schön schmerzhaft sein. Ja? Denn wir haben als Mensch in unserem, ich sag mal, 3D-Verstand, in dem wir diesen Plan, den wir uns auf Seelenebene geschrieben haben, ja dann ausführen, nicht immer den Weitblick und zu sehen, ja, wo führt mich das hin? Ja, aber auf jeden Fall könnte das, was hier geschieht, so gewollt sein, von oben so gesteuert sein, hier mit dem Rad des Schicksals, dass du dich weiter bewegst, dass du deinem Seelenweg weiter folgst und dich auf Seelenebene weiterentwickelst. Ja? So spüre ich das. Denn oftmals entwickeln wir uns durch Schmerz, auch wenn es nicht angenehm ist, immer wieder auch hinein in eine neue Stufe der Kraft. Ja, ich fragte dann hier, was kommt denn vielleicht im Außen auf dich zu? Ja, was passiert in deinem Umfeld? Und hier haben wir die 7 Kelche. Das ist eine Karte für eine Illusion und ich zeige euch die Klärungskarte auch gleich. Hier fällt der Turm. Ja, also auch hier wieder eine Parallele zum Erdzeichen-Reading. Also wäre jetzt sehr passend, wenn du vielleicht mit einem Erdzeichen verbandelt bist oder wenn du vielleicht als Erdzeichen hier quer schaust für ein Feuerzeichen. Die Readings passen sehr gut zueinander, denn hier könnte etwas geschehen, ich sagte ja schon, vielleicht schicksalhaft geführt, denn auch der Turm als große Arcana-Karte zeigt sehr oft an, dass etwas göttlich initiiert geschieht, was dann die Situation komplett verändert. Und die 7 Kelche stehen für eine Illusion. Also vielleicht machst du dir ja in einer bestimmten Situation etwas vor oder hast bisher an einer Situation festgehalten, weil du vielleicht nur das Gute betrachtet hast, weil du dir selber eingeredet hast, na gut, so schlimm ist es ja gar nicht, ja? Oder du wolltest vielleicht auch nach außen hin eine Situation aufrechterhalten, weil du Angst davor hattest, was sagen denn die anderen Menschen, wenn ich mich aus der Situation löse, wäre denkbar, ja? Und dann kommt hier der Turm. Und dieser Turm führt zu einem kompletten Abbruch, ja, oder Umbruch einer Situation, was dann aber letztendlich wieder am Schluss
ein positives Resultat bringt. Und das Ganze, das sehen wir hier oben gleich noch im Rat der geistigen Welt, könnte karmisch bedingt sein. Ja? Wir fragen jetzt hier an dieser Stelle mal, was sind denn deine Ängste oder deine Hoffnungen? Und da habe ich als erstes den Magier erhalten. Nochmal eine große Arcana-Karte. Also ihr seht schon, meine Lieben, wir haben hier eine Menge große Arcana-Karten, was darauf hindeutet, dass die geistige Welt hier sehr präsent ist in diesem Reading. Etwas darf zum Abschluss kommen und du darfst etwas Neues beginnen in deinem Leben. Wunderschön hier der Magier. Was ich bei dem Magier auch immer betonen möchte, weil es so ein besonderes Merkmal dieser Karte ist, der Magier hat bereits alle Voraussetzungen dafür, diesen Neubeginn auch tatsächlich zu manifestieren. Ja? Er hat hier den Stab als Verbindungsglied zur geistigen Welt, zusätzlich die liegende 8 auf dem Kopf. Er ist angebunden an seine göttliche Führung. Er hält den Stab nach oben und bittet um Unterstützung für diesen Neubeginn. Ja? Er hat aber auch hier die Münze liegen, das heißt, er ist sich seines Wertes bewusst. Er weiß, er hat das Beste verdient. Er hat seinen eigenen Kelch mit Liebe für sich gefüllt und er hat hier noch das Schwert, das anzeigt, dass er gelernt hat, für sich einzustehen, ja, seine Entscheidungen beherzt mit Engagement zu kommunizieren und zu treffen. Und das ist deine Hoffnung. Ja, es gibt also scheinbar einen Bereich in deinem Leben, in dem du weißt, hier möchte ich etwas Neues beginnen. Und wir bleiben manchmal zu lange in Situationen stecken, obwohl wir wissen, im Prinzip müssten wir hier raus, müssten etwas Neues lostreten, ja, müssten den ersten Schritt auf einem neuen Weg gehen. Und dann passiert oftmals, und das häuft sich jetzt in dieser Zeit, das wird auch in diesem Jahr 2022 noch so weitergehen, dann passiert etwas von oben sozusagen. Ja, manche möchten es als Zufall betrachten. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube, dass das, was hier dann geschieht, uns zufällt, ja, weil es unserer Entwicklung dient. Und wenn ich jetzt die Klärungskarte noch zeige, fällt hier die Herrscherin. Also meine Liebe, wenn du schaust als Frau, nehme ich wahr, dass es sein könnte, dass du dich aus einer Verbindung, eventuell sogar aus einer Dreierkonstellation, mit einem Münzkönig lösen könntest, der vielleicht nicht bereit war, dich als Herrscherin zu sehen. Die Herrscherin ist eine Frau, die sich vollkommen in ihre Unabhängigkeit hinein entwickelt hat. Ja, vielleicht ist das hier auch eine Seelenverbindung. Du hast losgelassen oder bist gerade dabei loszulassen und entwickelst dich dadurch in deine Kraft hinein, in deine weibliche Kraft der Empfänglichkeit, denn dafür steht die Herrscherin. Ja, und das ist auch deine Hoffnung, hier dann vielleicht wirklich für dich selbst einen neuen Weg zu beschreiten, alte Pfade zu verlassen in deiner ganzen Strahlkraft, ja. Wenn du als Mann schaust oder vielleicht schaust du auch als Frau für einen Feuerzeichen Mann, dann sagen diese Karten eigentlich sehr klar aus, dass dieser Mann oder du als Mann dir eigentlich eine neue Partnerschaft vielleicht, einen Neubeginn mit dieser Herrscherin wünscht. Also dann scheint es für dich eine Frau zu geben, die sich auch in der letzten Zeit in ihre Kraft hinein entwickelt hat. Du siehst sie als Herrscherin, ja, und das ist deine Hoffnung. Und hier könnte vielleicht in deiner bestehenden Lebenssituation etwas geschehen, ja, oder sogar dieser Rückzug der Herrscherin bereitet dir Herzschmerz, ja, und du kommst dann auf deinen neuen Weg. So, hier oben fragen wir dann nochmal, wie sich die Energie weiterentwickelt. Wir wagen dann schon mal einen Ausblick auf Mitte, Ende April, ja, in Richtung Mai. Wir haben hier die 5 Stäbe und zur Klärung die 8 Stäbe. Und jetzt zeige ich euch gleich etwas, was sehr erstaunlich ist. Wir haben nämlich an der Unterseite der Decks aus dem Rider-Waite-Tarot die 8 Stäbe und haltet euch jetzt bitte fest, an der Unterseite des Crystal Vision lagen zum Schluss die 5 Stäbe als Hauptenergie. Das heißt, diese Karten bekommen eine
Ja, immense Bedeutung. Nämlich ist es scheinbar so, dass hier zwar noch Konflikt besteht in dir, ja, jetzt vielleicht in den kommenden 4, 6 Wochen, dass du schon noch mit dir haderst, aber, und dazu passt ja auch sehr, sehr gut dieser Wagen, dass es für dich nach vorne geht. Ja, denn wir spiegeln ja immer diese beiden Positionen. Ich frage hier in beiden Kartenkombinationen nach einem Ausblick. Und obwohl du vielleicht noch mit diesem Schmerz hier haderst, obwohl das nicht immer wirklich leicht sein könnte, du möchtest weitergehen. Die 8 Stäbe stehen für Vorwärtsbewegung. Da geht etwas voran. Die 8 Stäbe stehen im Übrigen auch für Nachrichten. Also es könnte durchaus sein, dass du hier eine schicksalhafte Nachricht bekommst, die dir zuerst mal ganz schön Kopfzerbrechen bereitet, die vielleicht auch ein bisschen schmerzt, aber letztendlich führt sie dazu, dass hier Karma erlöst wird. Die Gerechtigkeit fällt hier nochmal als große Arkana-Karte, also abermals eine große Arkana-Karte als Rat der geistigen Welt. Die Gerechtigkeit ist die Karma-Karte im Tarot. Das, was hier passiert, könnte für dich eine ganz wichtige Aufgabe sein, die du erledigen darfst, um Karma zu erlösen, ja, um auch den Seelenplan, den du dir als Seele gemacht hast, zu erfüllen. Und ich fragte dann, speziell als ich das Klärungsdeck gemischt habe, worum geht es denn bei dieser karmischen Aufgabe? Und hier haben wir den wundervollen Ritter der Kelche zur Klärung erhalten. Das heißt, es geht um die Liebe, um die Herzöffnung und auch um die Liebe zu dir selbst. Was ich hier spüre, wenn du als Frau schaust und bist jetzt in Resonanz gegangen, eventuell dabei, diesen Münzkönig ja hinter dir zu lassen, oder auch wenn du vielleicht in einem Job steckst, ja, wo du einfach spürst, nee, den mache ich momentan eigentlich nur noch, weil ich mich irgendwie finanziell absichern möchte. Ich möchte aber eigentlich mich noch für etwas anderes öffnen. Vielleicht zusätzlich erstmal noch eine Weiterbildung machen, mich dafür interessieren, was kann ich noch tun, was vielleicht noch mehr meiner wahren Berufung entspricht, dann geht es hier auch um dieses Karma, in deine wahre Berufung hineinzuwachsen. Und das tust du aus Liebe zu dir selbst. Ja, genauso ist es für dich so, wenn du eine Partnerschaft hinter dir lässt oder einen Menschen sein lässt, ja, weil du merkst, dieser Mensch hat vielleicht aus welchen Gründen auch immer im Moment keinen gefüllten Kelch, den er dir reichen kann, dann ist es deine Aufgabe, deinen Kelch mit Selbstliebe zu füllen und zu sagen, ich gehe dort aus Liebe zu mir, ja, ich beende hier ein Kapitel und du wirst, wie wir gesehen haben, reich belohnt werden, ja. Wenn du jetzt als Mann schaust, dann nehme ich wahr, dass es hier deine Aufgabe wirklich ist, dein Herz zu öffnen für die Liebe. Ja, also hier passt dieses Reading wirklich 1:1 zu dem Freitagsimpuls. Da ging es ja um einen König der Stäbe. Wenn du das Reading nicht angeschaut hast, schau es dir unbedingt an. Auch das erweiterte Reading geht nochmal sehr in die Tiefe, was aktuell im männlichen Kollektiv passiert an Herzöffnung. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt dieser sehr rationale Jungfrau-Vollmond hier nochmal wirkt. Ja, ich nehme nämlich wahr, dass hier diese Herzöffnung nochmal krass angegangen und unterdrückt werden könnte jetzt in dieser Woche, denn die Jungfrau bringt jetzt mit diesem Vollmond sehr viel Rationalität ins Kollektiv. Und mich wundert es nicht, dass der Münzkönig sich hier gezeigt hat, ja. Aber wir dürfen verstehen, je mehr wir Dinge unterdrücken, je mehr wir Dinge weghaben wollen, desto stärker werden sie, ja. Je mehr jetzt vielleicht dieser Stabkönig ja in dieser Woche nochmal versucht, seine Gefühle in Schach zu halten, zu unterdrücken, die Ratio über das Emotionale siegen zu lassen, desto schwieriger wird es für ihn in seinem Alltag weiterzumachen. Ja, deswegen könnten hier Illusionen zusammenbrechen, denn oftmals machen wir uns vor, wir können in einer Situation tapfer durchhalten, ja, die nach außen vielleicht glänzt, aber im wahrsten Sinne des Wortes, es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Und dieser Ritter der Kelche sagt hier sehr, sehr deutlich,
Die Liebe ist alles, was zählt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Stabkönig hier, wenn du als Mann schaust, dass du einige Entscheidungen in deiner Vergangenheit nicht aus Liebe, sondern aus Angst getroffen hast. Und hier ruft dich die geistige Welt jetzt wirklich dazu auf, in dein Herz zu fallen. So nehme ich das wahr. Ja, meine Lieben, ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich freue mich über alle Kommentare. Ich freue mich natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr liked, wenn ihr schreibt, geht ihr in Resonanz mit dieser Legung. Freue ich mich sehr. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Und ich komme zu euch natürlich morgen mit dem Montagsimpuls. Selbstverständlich gibt es da noch ein Reading für diese Vollmondwoche, für den Vollmond an sich und die restlichen beiden Sternzeichenelemente. Es fehlt ja jetzt noch das Wasserelement und das Luftelement sind pünktlich bis zum 15. diesen Monats online für euch. Ja, außerdem verpasst nicht, ihr bekommt jetzt jeden Tag von mir auf Facebook und Instagram einen Tagesimpuls. Ja, vielleicht hast du das schon abonniert, vielleicht weißt du es noch nicht. Du findest die direkten Links zu unserer Facebook-Seite und zu Instagram hier in der Infobox unter diesem Video. Da gibt es jeden Morgen von mir einen Impuls für den Tag, meine Lieben. Ich freue mich auf euch. Bis bald, die Uli. Tschüss.